Vertrauen ist für mich ein entscheidender Schlüssel für ein erfüllendes und glückliches Leben. In meinem letzten Video zu Tag 8 der Reise eines Redners sprach ich über das Thema Liebe und eine glückliche Partnerschaft. Und für mich ist Vertrauen auch ein weiterer Schlüssel, nicht nur für die Beziehung und die Verbundenheit zu dir, sondern auch für einen gelingenden Umgang mit dem Leben. Und das beinhaltet zum einen das Vertrauen in dich, in deine Größe, in deine Fähigkeiten und Ressourcen und zum anderen auch Vertrauen in das Leben, dass jede Erfahrung, die du machst, auch eine Chance, eine Gelegenheit ist, für dich zu wachsen, ja, eine Lernaufgabe, die das Leben dir stellt, an der du wachsen darfst. Und als ich für mich diese Entscheidung getroffen habe oder mein Mindset darauf eingestellt habe, zu sagen, ja, ich vertraue mir und ich vertraue dem Leben, hat sich so viel verändert. Es haben sich so viele Türen geöffnet, einfach indem ich ja die Sorgen weniger werden hab lassen und mehr ins Vertrauen gegangen bin. Und Vertrauen ist so ein wertvoller Faktor für mich. Das habe ich in den letzten Monaten gemerkt. Ein unheimlicher Beschleuniger auch, der dich im Leben voranbringt und dir einfach auch Türen öffnet, die dir vorher vielleicht verborgen sind und dir auch ermöglicht, neue Wege zu gehen, über deinen Schatten zu springen, dich neuen Themen zu öffnen, vielleicht auch neuen Menschen zu öffnen, in dem Bewusstsein, dass es gut ist, dass in jeder Botschaft, die das Leben dir schickt, auch ein Fünkchen Gutes steckt und du darauf vertrauen darfst, dass alles irgendwie am Ende auch Sinn macht. Auch wenn du vielleicht im Moment nicht das Geschenk dahinter erkennst, aber du darfst vertrauen, dass auf die lange Sicht alles einen Sinn macht und ja, du mit dem Leben in Dialog treten darfst. Ich wünsche dir viel Vertrauen in dich und in das Leben. Alles Liebe, dein Friedrich.